Wer nur Taipeh kennt, der weiß wenig von Taiwan. Manche Ecken erinnern an Tokio. Und die nicht enden wollende Verkehrslawine könnte auch in Shanghai rollen. Guo Minglin ist froh, dass sich seine Fabrik auf dem Lande befindet, eine knappe Autostunde südlich von Taipeh. Vor 25 Jahren haben wir nach einem Produktionsstandort gesucht. Hier gab es damals nur Reisfelder und vereinzelt ein paar Wohnhäuser. Guo Minglin leitet für das deutsche Familienunternehmen Freudenberg den Standort in Taiwan. Wir liefern für die Autos Matten zu, für Dachhimmel und die Kofferraumverkleidung. Und schauen Sie hier, das Filtersystem, das den Motorraum sauber hält. Zu den Kunden gehören neben den deutschen Autobauern auch die führenden asiatischen Hersteller. Und die konfrontieren Herrn Lin und seinen deutschen Kollegen gerne mit Sonderwünschen. Hier geht es um ein besonders wichtiges Projekt von Lexus. Sie wollen eine Geräuschdämmung, eine sehr hohe Dämmqualität. Die Lösung wird ihm als Chef ein paar schlaflose Nächte bereiten. Denn er muss immer eine etwas bessere Qualität abliefern als verlangt. Nur so kann sich seine Firma auf dem hart umkämpften Zuliefermarkt behaupten. Das Grundmaterial für die Fließstoffe besteht zur Hälfte aus recycelten Plastikflaschen. Nachhaltigkeit zieht in Asien, Ästhetik auch. Das ist ein sehr inspirierendes Produkt, weil kein Quadratmeter wie der andere aussieht, bei trotzdem gleichbleibender Qualität. Auf diese Qualität werden die gut 100 Beschäftigten des Werks in Taiyuan vom Chef persönlich eingeschworen. 4 Jahre lang werden sie intensiv geschult, bevor sie selbst eine Schicht leiten dürfen. Ich bin ganz zufrieden. Mein Arbeitsplatz ist sicher, die Geschäftsleitung behandelt uns anständig und mir ganz wichtig, mein Zuhause ist gleich in der Nähe. Ein normaler Arbeiter verdient hier umgerechnet rund 25.000 Euro im Jahr. Damit kann eine Familie zumindest auf dem Lande gut auskommen, wo die Lebenshaltungskosten bei etwa 15.000 Euro liegen. Ein Teil davon wird für leckeres Essen ausgegeben. Das ist wichtig in Taiwan. Das Thema bei Tisch? Nein, nicht der Umsatz, sondern der Deutsche im Team. Daniel Müller hat gerade eine Taiwanerin geheiratet. Das ist doch ein Geschäftsessen, insistiert er. Daniel Müller möchte nicht über sein Privatleben sprechen, sondern über Taiwan. Frau Freudenberg, der Standort Taiwan hat einige Vorteile. Die Mitarbeiter sind sehr loyal. Wir haben einige Mitarbeiter, die sind seit Firmengründung, seit 20 Jahren dabei. Die Mitarbeiter sind gut ausgebildet, unsere Ingenieure. Und außerdem sprechen sie auch Chinesisch, was einen Zugang zum großen chinesischen Markt erleichtert. Doch anders als in der Volksrepublik China, wo immer noch viel kopiert wird, gibt es in Taiwan ein sehr strenges Patentrecht. Dadurch konnte das Unternehmen in Asien mit seinen Fließstoffen Marktführer bleiben. Dafür reicht aber die Autoindustrie als Abnehmer nicht aus. Deshalb liefert Freudenberg Trägermaterial für Teppiche. Und der Fließstoff wird auch von Firmen wie Adidas oder Timberland für Sportschuhe verwendet. Fast die Hälfte geht nach China, um dort weiter verarbeitet zu werden. Guo Minglin will aber auch in Indien Fuß fassen. Leider kann der indische Markt derzeit unsere hochpreisigen Produkte noch nicht bezahlen. Aber ich denke, das wird sich bald ändern. Und deshalb muss er jetzt die Produktion in Taiwan erweitern. Für 35 Millionen Euro die bisher größte Investition von Freudenberg in Taiwan.